Was will ich machen, ne? Hallo? Ah, wie man hier so rausgucken kann, das ist ja cool. Wie komme ich da hoch? Oh, 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 oh. So, du hast mich nicht gesehen. Ah, da. Ich friere. Da ist er. Sieht mich gerade. Ich habe jemanden gesehen. Oh, ist das blöd. Moment mal. Ich habe ja noch Flaschen. Kein gutes Gefühl. Auf mich zu sehen. Ich schwöre, ich habe jemanden gesehen. Schön. Das waren sicher nur Schatten. Hier geht mit Sicherheit etwas vor sich. Ist jetzt weg, ich hoffe. Letzte Warnung. Bleib still. Aua. Aua. Aua, ich dachte, du wärst schon da. Hör auf damit. Okay, die brauchen viel länger, als ich dachte, zum Wegrennen. Also zum Dahinrennen. So. Tschüss. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Hätte man eleganter lösen können, aber hey. Egal. Erstmal heilen. Was gibt's denn hier noch so zu holen? Ist das Geld? Nein. Hätte mich auch gewundert, wenn hier einfach so eine Geldbörse auf dem Boden liegt. Ah, hier hätte ich auch hochgekonnt. Ach, schade. Ja, das ist echt schade. Ich hätte das viel cooler machen. Jetzt würde ich am liebsten neu laden und das viel cooler machen. Von oben alles aufräumen. Ach, egal. Schlafen wir alle nur. Mach mal auf. Nix drin. Hier ist aber was drin. Ich möchte noch eine gute Wertung haben am Ende. So kriege ich die nicht. Was ist denn? Nein, mach doch nicht die Kiste zu. Oder warte doch, mach sie mal zu. Z. Ein Haken. Okay. Ich wollte eigentlich mal das da haben. Was ist das? Eine Tischglocke. Hallo, Liste. Glasscherben. Drücken wir falschen Knopf. So. So. Habt ihr gelesen? Ich habe auch ein bisschen gelesen. Also es war mit den Glasscherben auf dem Boden, dass es Geräusche macht. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass das irgendwann der Fall sein wird. Oder? War das hier? Ich weiß es nicht. Da liegt Nahrung. Ich habe, da ich Nahrung gerade benutzt habe, ist das ganz cool. Was haben wir hier noch? Ein Geheimgang. Könnte ich den Schraubenschlüssel jetzt schon haben? Bestimmt. So, einmal da hoch und einmal da dran. Was? Muss ich einen Seilpfeil benutzen? Ich hoffe nicht. Ja, was ist denn damit? Was ist damit? Hm. Muss ich da dran springen? Moment. Ich check's gerade nicht. Ah. Hä? Was soll ich hier tun? Es ist ja schön, dass er mir gesagt hat, dass da ein Haken ist, aber... Was soll ich damit tun? Einen stumpfen Pfeil drauf schießen? Nö. Passiert ja auch nichts. E. Ach, jetzt steht ein E da. Danke. Und jetzt? Ah, okay. Ich dachte schon, es passiert nichts. Ich muss nach vorne drücken oder muss ich jetzt warten? Kann ein Gebäude auch zweimal verlassen werden? Die Wache wäre jedenfalls ein guter Grund, es zu tun. Ah, es fährt stückweise. Warum auch immer es jetzt erst fährt. Ist da eine Wache? Da ist eine Wache. Ja, wie bei der Hirschjagd auf dem Anwesen. Ein Königreich für einen heißen Kampf. Und Endstation. Ich bin lieber ein bewegliches Eddie Ziel. Eddie Dobbs. Ich auch. Meisterjäger. Oh yeah, bist du voll. Ich hätte als Herr gebucht. Nein, 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 nein. Das waren keine Ratten, oder?
Glasscherben. Verdammt. Alter, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Es wurde vorhin, vor allem stand es vorher noch im Text und ich renne da rein. Aber es war eine gute Entscheidung, da wegzugehen. Auf jeden Fall. Ich habe kein gutes Gefühl. So. Du bist weg. Du bist auf jeden Fall erstmal weg vom Fenster. Oh, was liegt denn da? Ein Brief, ein Pausenplätzchen. Glückwunsch, Burmy. Du hast die Leichen gekriegt. Das ist keine üble Aufgabe. Oh, das ist ja toll. Anspruch hast du nicht für dich allein. Okay. Okay, dann können wir jetzt endlich das Schloss knacken, ohne dass einer hier langkommt. So. Und so. Ich wehe, da ist nichts Gutes drin. 10 Gold. Okay, kann man mitleben. War hier auch noch Schubladen? Ne, die sind raus. Okay. Diese Glasscherben, ne? Ah, ich habe, glaube ich, eine Flasche geworfen, ne? Ja gut, ist perfekt. Können wir uns direkt mitnehmen. Jetzt gehen wir nochmal hoch, gucken, ob da was ist. Lichtschalter ist hier. Damit fühle ich mich schon mal ein bisschen wohler. Ansonsten dürfte hier eigentlich nichts mehr liegen. Ist krass, dass man das umtreten kann und das voll scheppert. Aber okay. Swoosh. Hallo. Auf. 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 Und rein. Ohne vorher mal reinzugucken. Ich glaube einfach mal, dass hier keiner ist. Inventar voll. Ja, kletter auch auf den Tisch. Nehmen uns mal das Besteck mit. Ist das was zum Lesen? Da sind Glasscheiben. Ah, Glasscherben. Entschuldigung. Scherben. Kann ich da hoch? Perfekt. Denn durch die Glasscherben... Da drin ist bestimmt einer. Die Glasscherben möchte ich nicht unbedingt. Aus. Das ist schon mal sehr schön. Und hier sind Schubladen und wieder Briefe. Renovierungsnotiz. Okay. Haben wir die Schubladen durchgeguckt. Hallo Flachmann. Ne, nix. In die Kasse reingucken, geht auch nicht. Wir müssen jetzt also auf die Scherben am Boden achten. Die sind jetzt ganz oft vorhanden. In den Schränken hier speichert man übrigens. Oben links sieht man jetzt das Speichersymbol. Das ist gut zu wissen. Das ist dann immer so ein kleiner Zwischenspeicher. Das ist ganz angenehm. Liegt da was? Nee, okay, ist nur... Da oben ist aber was. Bin ich jetzt fast wieder durch die Glasscherben gelaufen, weil ich es glitzern sehen habe. Aber wir müssen hier oben lang. Oh, ein Fernrohr. Teleskop. Okay. Jetzt müssen wir da rein. Aber da gucken wir vorher mal durchs Schlüsselloch. Schlüsselloch? Zur Sicherheit, ob da nicht einer doch irgendwie rumsteht. Aber ich glaube, die Glasscherben sind einfach nur dafür da, falls man die andere Wache leben lässt. Damit, die da auch noch eine... Im Schlachthof hatte ich es besser. Gefahr darstellt. Kann man da rein? Das ist der Geheimgang hier, da unten. Ist das ein Schloss knacken? Nee, es ist normales. Okay, was haben wir denn? Stumpfe Pfeile. Von Leichen am Tag. Und in den Nächten huste ich Asche. So, vor allem kann man stumpfe Pfeile für sowas benutzen. Was könnte das sein? Okay. Tschüss, mein Freund. Ich warne dich. Vergeude nie die Zeit eines Wachmanns. Doch. Oh, ich dachte, da hinten stehen noch mehr. Aber war nicht. Das ist cool, dass man mit den Pfeilen so Schalter ausmachen kann und so.
Das Licht bleibt aus. Ach, das sind Scherben, guck mal. Die Sau. Da hat er mich wahrscheinlich noch kurz, bevor ich ihn erschlagen habe, gehört, ey. Hier ist einer drin. Hier sind welche drinnen. Ich hab's doch schon gehört. Da. Wer ist das? Irgendein Höhergestellter auf jeden Fall. Der hat keinen... Fuck. Fuck, 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 fuck. Alter. Wieso siehst du mich? Es ist dunkel, du Sau. Es ist dunkel. Gott. Meine Fresse. Wo kamst du her? Und wieso läufst du bis hierhin? Oh, ist doch nicht dein Ernst, ey. Mann. So, jetzt habe ich Mohn und Dings gefressen. Ich möchte da hoch. Ist hier noch einer? Wehe. Wehe, hier ist nur einer. Über den Haken komme ich da rein? Komme ich dann da rein? Man weiß es nicht. In den Scherben liegt was drin. Oh ja, danke. Warum kann ich ja schleichen? Ich vergesse das nur immer. So. Was ist hier? Komme ich hier auch da wieder hoch? Ja. Okay, sehr gut. Die ganzen Schrittgeräusche, die man macht, die machen mich kirre. Ist das ein Messer? Krass. Mal erstmal das Licht aus hier. Warum hängen die Puppen auf? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und warum wird die Musik schon wieder creepy? So, gucken wir nochmal durch. Wo stehen die denn jetzt? Okay, mach mal auf. Regieren die drauf? Nein. Wir haben allein diese Woche mehr als 100 Tote pro Tag. Ja, die Schwermut spült mehr Scheiße aus der Stadt, als es die Wache je könnte. Und inzwischen erwischt es auch die Reichen. Der General wird mit unserer Reinigungsarbeit sehr zufrieden sein. Reinigungsarbeit? Recht habt ihr, Herr. Guter Mann, ich bin sicher, wir. Arbeit verrichten, ohne Fragen zu stellen, werden fürstlich genug. Mir knurrt der Magen. Verletzungen an Augen und Ohren selbst zugefügt. Prellungen im Halsbereich. Okay, jetzt... Jetzt ist er in seiner Wachposition. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Er guckt gerade weg. Schnitte am Handgelenk, vermutlich selbst zugefügt. Aber er steht... Okay, die stehen jetzt ein bisschen blöd. Jetzt steht er gut. Wenn ihr mich fragt, gleicht ein Toter dem anderen. Es ist lästig, aber die Feststellung der Todesursache hilft uns, die Ausbreitung der Krankheit zu beurteilen. Dobbs scheint auf einige von ihnen geschossen zu haben. Vermerkt ihr das auch, Herr? Seid nicht so vorlaut, Wachmann. Das steht euch nicht zu. Geht lieber wieder auf euren Posten, bevor ich euch davon entbinde. Einer der Beamten des Barons. Vielleicht hat er ja was bei sich. Überall Ratten. Augen, Ohren und so weiter.